Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen, aber umso wichtigeren Video auf unserem YouTube-Channel, in dem wir dir erklären, warum das Volumen eines Supports von großer Bedeutung für dich ist. Das Volumen eines Supports ist maßgeblich für die Traglast verantwortlich. Denn je mehr Luft im Innenraum eingeschlossen ist, desto höher ist der Auftrieb und somit die Belastbarkeit des Modells. Vielleicht ist dir selbst schon aufgefallen, dass wir zu hohe Angaben bei der Traglast sehr oft kritisieren. Doch wie kann man das als Anfänger erkennen? Die Antwort auf diese Frage liefert die Berechnung des sogenannten Restvolumens. Wie genau das geht und alle weiteren Aspekte zum Thema haben wir in diesem Video kompakt für dich zusammengefasst. Außerdem beantworten wir dir auch noch einige häufig gestellte Fragen, die uns in dem Zusammenhang immer wieder erreichen. Noch detailliertere Informationen findest du im passenden schriftlichen Ratgeber auf standuppaddling.org, den wir dir natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Kommen wir gleich zu Beginn zu der besagten Formel, mit der du anhand des Volumens ganz einfach herausfinden kannst, ob die angelegene Traglast des Herstellers realistisch ist und das Board zu deinem Gewicht passt. Dafür musst du nur dein Körpergewicht und das Board Gewicht vom angegebenen Volumen abziehen, um das sogenannte Restvolumen zu erhalten. Die Formel lautet also: Das Volumen des Boards minus das Körpergewicht minus das Boardgewicht gleich Restvolumen. Damit das für dich gut nachvollziehbar ist, schauen wir uns die Berechnung jetzt zusammen anhand eines Beispiels an. Stell dir vor, du möchtest dir eines der sehr beliebten 10/6er Allroundboards mit einer Länge von ca. 320 cm kaufen. Das Board hat laut Datenlage ein Volumen von 250 Litern, du wiegst 80 kg und das Eigengewicht des Modells liegt bei 10 kg. Dann sieht die Rechnung wie folgt aus: 250 minus 80 minus 10 gleich 160 Liter Restvolumen. In unserem Beispiel ergibt sich so ein berechnetes Restvolumen von 160 Liter. Soweit so gut. Doch was bedeutet dieser Wert in Bezug auf die Traglast des Boards? Für die normale Nutzung eines Supports gilt ein Restvolumen im Bereich von 150 bis 200 Liter als optimal. Denn es ist sehr wichtig, dass das Board nicht zu tief einsinkt und dabei stabil genug bleibt, um die bestmögliche Performance zu erreichen. Anhand unseres Beispiels siehst du also, dass das genannte Board genügend Auftrieb hat, um einen Paddler von 80 bis 90 Kilogramm zu tragen. Nicht selten findest du im Handel aber genau solche 10/6er Allroundboards mit einer angegebenen Traglast von bis zu 150 Kilogramm. Das ist unserer Meinung nach ein großes Problem. Denn schon weit vor dieser Grenze wird das Board bis fast zur Oberkante einsinken, ziemlich instabil werden und alle gewünschten Fahreigenschaften verlieren. Da ist Frustration vorprogrammiert. Vor allem Anfänger geben sich dann oft selbst die Schuld für Misserfolge und denken gar nicht daran, dass schlichtweg das Board nicht zu ihrem Gewicht passt und sich deshalb kaum beherrschen lässt. Trotzdem kann man den Herstellern dabei nicht vorwerfen, dass die Angabe der Traglast falsch ist. Bezogen auf unser Beispiel ist das Modell durchaus in der Lage, 150 Kilogramm und sogar noch deutlich mehr zu tragen, bevor es letztlich untergeht. Im Hinblick auf die Schwimmfähigkeit ist also alles korrekt, doch Spaß macht ein überladenes Support nicht. Es liegt so tief im Wasser, dass es sich nur noch sehr träge beschleunigen und steuern lässt und verliert auch zunehmend die notwendige Steifigkeit. Sei deshalb schlauer und überprüfe mit der genannten Formel schon im Vorfeld, ob das Restvolumen und somit die Tragfähigkeit des ausgewählten Boards auch zu dir und deiner Statur passt. Nur so hast du von Anfang an die besten Voraussetzungen, um viel Freude und schnelle Erfolgserlebnisse auf dem Wasser zu erleben. In unseren vielen Subboard-Tests auf standuppaddling.org und auf diesem YouTube-Kanal findest du selbstverständlich auch immer realistische Angaben zur Traglast, die neben dem Restvolumen auch auf unserer jahrelangen Erfahrung basieren. Zum Schluss möchten wir dir jetzt noch einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Supportvolumen und Traglast geben. Gibt es auch Einsatzgebiete, bei denen ein geringes Restvolumen ausreicht? Ja, leider gilt auch hier keine Regel ohne Ausnahmen. Bei Surf-Supports ist beispielsweise ein Restvolumen von 120 Liter aufwärts ausreichend. Das liegt an zwei Faktoren. Zum einen dürfen diese Modelle gern etwas tiefer im Wasser liegen, damit die seitliche Angriffsfläche nicht zu groß ist, und zum anderen sorgt beim Surfen die Welle für zusätzlichen Auftrieb. Gibt es außer dem Volumen noch weitere Faktoren, die sich auf die empfohlene Traglast auswirken? Ja, rein physikalisch ist zwar das Volumen die wichtigste Grundlage für den Auftrieb, besonders steife Boards mit einer hochwertigen Doppel- oder mehrlagigen Konstruktion sind aber insgesamt deutlich steifer und können deshalb auch ihre Laufeigenschaften im oberen Belastungsbereich besser bewahren. Aber auch für diese Modelle gilt, dass sie ab einer gewissen Grenze immer tiefer einsinken und ihre Agilität verlieren. Was kann ich tun, wenn ich bei einem Board nicht weiß, wie viel Volumen es hat? Das eigentliche Volumen des Boards ist unersetzlich, um das Restvolumen zu berechnen. Wenn der Hersteller diesen Wert nicht angibt, kannst du nach Boards mit identischen Maßen und vorhandenen Angaben zum Volumen Ausschau halten. Besuch uns auch gerne auf standuppaddling.org,
Die Chancen stehen gut, dass du bei uns ein Review oder einen Board-Test zum Modell deiner Wahl findest, in dem wir natürlich auch auf die realistische Belastbarkeit eingehen. Außerdem kannst du sowohl hier auf YouTube als auch auf der Webseite über die Kommentarfunktion jederzeit mit uns in Kontakt treten. Wir werden immer versuchen, dir möglichst schnell und individuell weiterzuhelfen. Wir hoffen, dass dieses Video dir dabei hilft, in Zukunft besser einschätzen zu können, ob ein Subboard auch genügend Traglast für dich mitbringt. Dieses Grundlagenwissen ist sehr wichtig und kann dir jede Menge Ärger und Fehlinvestitionen ersparen. Durch die Anwendung der erklärten Formel wird dir in Zukunft selbst auffallen, wie häufig übertriebene Angaben zu Traglast im Subbereich zu finden sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns immer sehr über ein Like. Der sicherste Weg, um auch in Zukunft immer über Sub-Neuigkeiten informiert zu werden, führt über ein Abo unseres YouTube-Kanals. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich.